Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Endlich mal wieder zu einem Scrim mit V9. Ich weiß nicht, auf den zweiten Kanal kommen super viel TFT und alles mögliche an Games und es macht mir super viel Spaß. Aber ich wollte euch auch mal wieder ein Leak geben. Deswegen herzlich willkommen zu einem Scrim und jetzt Abfahrt. Mm, ja. Wir picken einfach Sides, wenn die am Momo gehen. Nein. Schon, also Vayne ist schon mit Abstand der beste Champion. First Pick auf Vayne und spielen Pyke Terrick Botlane. Die haben First Pick. Ja, dann lass doch mal Vayne bannen. Nee, glaube ich wirklich nicht. Also, der hat halt Negative Winrate, so. Würde ich wirklich. Ja, aber ich habe auf jeden Champ diese Season Negative Winrate. Der hat 700 LP Grandmaster MMR. Also, der hat halt 48% Winrate auf deiner Elo. Ja, also, wir bannen hier Vayne. So, ist auch no discussion. Also, der. Die Frage ist halt, lassen wir Zac Amumu? Ach so. Oder. Nee, dann. Also die werden halt bot, die Frage ist halt, der Silien ist schon banned, dann bann Zac. Achso, Zac ist ja self-bann. Die spielen halt bot den Hyper-Carry, so. Die spielen Lulu Twitch, Lulu Vayne, Silien Twitch, Silien Vayne. So. Das ist auch disgusting. Hat eigentlich schon mal jemand Leid und das Ficknugget in einem Raum gesehen? Ich hatte das jetzt, das streamt jetzt. Was? Ja, der spielt auf MacBook spielt der. Was ist das für ein Landsmann? Der spielt für... Wollen wir Amumu bannen hier? I guess. Ja, ich glaube, wenn wir jetzt Vayne bannen, machst du keinen Switch mehr. Dann spiel einfach Twitch Lulu und dann kommst du aufs Gleiche hinaus. Ich glaube, wenn wir Silien bannen, müssen wir beide ADKs offen lassen. Ja. Scheiß Ficknugget, ey. Picken wir Lulu weg eigentlich? Oder ja, wie stehen wir so? Wie bitte? Oh. Kann ja sein, dass sie dann also, Yumi Twitch gehen. Jenna mit Glacier. Wenn die Yumi Twitch gehen, dann spielst du Lulu Top Solar und wir gehen Pyke Terrick und wir stompen die aus der Hölle. 100%. Okay. Ich werde mental gebrochen. Jenna Corki ist die 60% Winrate-Rotation. Also die werden Lulu Twitch oder Lulu Vayne spielen. Corki wird gefirst pick in LCK. Können wir den bitte picken? Das ist 12.1, auf denen die spielen, ne? Was picken wir jetzt hier? Na, Corki wurde nicht angefasst, oder? Ja, Schildbow wird genervt. Schon ein huge Diff. Der Schildbow wurde voll. Da kannst du anyway Corki picken. Ja, pick mal. Schon fein. Corki? Ja. Okay. Ja, nice. Was mit Vayne? Nee, macht glaube ich keinen. Ich würde Vayne nicht wegpicken, nur um ihn wegzubringen. Da spielen die Lulu Twitch und es kommt glaube ich aufs Gleiche hinaus. Lulu Twitch kann man Pyke Terrick ficken. Aber da müssten wir jetzt aber bleiben. Also, nee, wir werden nicht beides kriegen, nee, ne? Ich will eigentlich auch einfach nicht das. Glaub mir, picken. Das ist crazy broken. Ja, pick mir mal Zeri, einfach. Dann pick mir einfach mal Zeri das Game. Ey, Rakan Lotbock, danke für den Sub. Jo, danke. Aber okay. Ich kann Zeri ohne Witz Toplane flexen. Die ist solide auf Toplane, wenn ihr jetzt wirklich Pyke Terrick dagegen seht. Aber dann. Ich glaube, wir sollten jetzt nicht das erste Game Pyke Terrick spielen. Schon eigentlich. Also no joke, wenn ihr glaubt, dass es legit eine Strat ist, die wir spielen können, auch in Officials, ich glaub, die dann ist broken as fuck. So, dann warum nicht? Also legit. Ja, die ist nicht gut gegen Lulu Vayne. Ja, nee, gegen Lulu Vayne nicht. Aber wenn wir jetzt Lulu Twitch gehen, das ist anderes, mega gut. Ne? Ja. Okay. Lass uns doch einfach gleich, wenn die jetzt Woolybear gehen, Vayne bannen. Ja, auf Twitch baiten, sagst du? Ja. Wir können doch einfach Twitch und... Das ist wir hören noch zu. Ja, dann picken die Jinx. Das kann nicht sein. Okay. Regelschweine. Wollen wir Yumi Zeri spielen? Das ist auch sehr gut. Und dann scalen wir halt gegen. Ja. Können wir machen. Jenna oder nicht? Jenna ist auch sehr turbobastet, ja. Aber in der Lane? Jenna hat Glacial 100% Slow. Ja. War Jenna gegen Lulu Vayne, findest du? Also, ja. Dein Call. Ja. Okay. Oh mein Gott, und wenn... Ja, oh, das ist so gut. Was meinst du? Wir sollten AP bannen, ne? Glacial slowed 98% mit Jenna. Der hat schon seit Mitte gespielt. Warte, wir haben 98%. Der spielt eigentlich keine APs, ne? Bummer Diana auf jeden Fall. Spielt der Jungle... Ja, der spielt nur die beiden, der hat keinen Jungler mehr. Die haben eigentlich keinen AP mehr. Ja, aber der hat ein Diana-Game, lass Diana bannen. Aber Diana ist gut, hier. Ja. Und der hat eben Woolybear gehovert. Aber das wäre jetzt nicht ganz so schlimm. Wir haben jetzt aber auch noch keine Comp, die unbedingt im Erst decken kann, ne? Was, also ich kann die eigentlich mit auf West auch in Jungle und Xerath Mitte? Die habe ich noch nicht gesehen, ich glaube nicht. Die sind full AD, Sola, nicht full AP. Achso, ja, aber das könnte natürlich sein. Das wäre doch eine Possibility, oder? Das wäre actually smart, wenn das geht. Habe ich noch nicht gesehen, aber kann ich mir vorstellen, dass sie es mehr machen. Sollen wir den Xerath rausnehmen? Ja, würde ich machen dann. Unter welcher Welt machen wir das gerade? Weil die Set Jungle spielen, oder was? Ja, Set Jungle, Lighty Mitte. Na gut.
Also, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, gegen Serra zu spielen und dafür nicht gegen Set, aber... Ey, so machen wir das. Nee, du darfst keinen Spaß haben hier, Johnny. Sie wird 58% Winrate für Set in dem Match, aber... LCK wird First Pick, ne? Kann man nichts machen. Ja, so. So, wenn in LCK Corki First Pick wird, wenn Kassadin open ist und Corki First Pick wird, dann hört die Welt auch auf zu leben. Du sagst einfach immer noch, Kassadin ist der härteste Corki Contest. Das macht mir einfach. Ich meine, es ist unplayable. Doch, okay, hier, ich mein, was wollen wir jetzt für unsere Comp haben? Ja. Wir brauchen einfach ein bisschen CC, ne? Oder wir spielen Full Long Range Comp. Wir outrangen die halt schon hart gerade, ne? Wir können auch Outrange Comp spielen. Also, ich glaube, Front to Back werden wir nicht mehr gewinnen. Ja. Kindred, du musst dir Jungle callen. Callt mir was? Ja, mach. Pick Skarner. Garner. Ja, Outrange ist Skarner. Ja, wenn Zed ultet, dann muss der erstmal QSS-Text bezahlen. Und dann haben wir es gegen Wenn er es gemacht hat, dann. Skarner ja, nicht so Turbo Bad gegen Vayne, Lulu. Junge, Skarner 55%. Mann, Alter. Warum machen wir Skarner? Seit wann spielst du Skarner? Hey, ich spiel, hey. Skarner ist legit. Skarner ist ein Autofill-Champ, doch. Skarner ist ein Autofill-Champ. Skarner ist quasi Nocturne ohne Captures. Boah, geil, einfach die Kennen in uns reinziehen, Herr Schade. Boah, ich fühle den Gragas, oder? Ja, ich hätte Gragas Jungle gespielt, wenn ich den können gekonnt hätte, aber... Aber Kius kann immer noch Jenna Top spielen. Nee, ich glaube, das ist Skarner Smite. Nee, Gragas Top wäre echt wild hier, ne? Gragas Top echt. Aber to be honest, ist das nicht ein Corki Top Anivia Mitte Game? Oh, genau. Now we are talking. Wild. Das wild. Now we are sehr wild. Wie Bios auf einmal Bock hat. So. Er hatte gar keinen Bock auf Gragas und jetzt, ah doch, ja, Corki, ja. Ja, Corki, da sehe ich. Ja. Aber dann? Also Jone ist halt auch offen, ne? Die sind gegen Anivia können die schon wenig machen, ne? Ja, so ich würde die Corki Anivia kommen führen. Also Jone sehe ich irgendwie gar nicht in unserer Comp. Ja. Okay, jetzt sind wir, halt sehr AP-heavy, ne? Ja, ich spiele Battleship Skarner. Wer soll denn bei denen ihre Armor bauen? Oder ihre Resistenz? Alter, okay. Die haben halt null Wave Clear, ne? Ja. Aber die können halt einfach mit Orn Seju kannst du halt schon sehr einfach engagen, ne? Nee, dann hüpfe ich über die Wand und ihr habt Good Luck in East Fahrt. Was ist denn Mikael so für ein cooles Item auf Jenna? Ist das, ihr habt beide noch hier, ne? Talk about ja, du that. Musst was anderes gehen. So, oder? Geh Cleanse oder so. Nö. Nö. Oh mein Gott, das wird so oder gut. Ghost, okay, können wir ein bisschen über Lane gehen? Good Habits, bitte. Gesundheit. Ich top Prio. Aber mit Lane habe ich doch nicht auch Prio. Er ist tot? Wir brauchen ganz dringend haben wir einen Ersatz? Glaube ich. Können wir Lady bei uns reinpacken? Support auf Xerath, dann geht das schon. Da bin ich wieder da. Ja, Botlane haben wir keine Prime. Generell magst du ein, zwei Worte zu Ciri verlieren? Was so Stärke sind, was Schwächen sind? Level 6, also Ult ist guter Powerspike, Level 6, Level 11, erstes Item und ich bin halt sehr gut in langen Teamfights. Also ich stack halt meine Ultimate einfach unendlich und irgendwann zoome ich mit 800 Movement Speed durch und die können mich nicht mehr hitten. Und machst du Tanks Schaden? Ja, so mittel. Also machst du Squishies keinen Schaden und Tanks nicht besser? Squishies mache ich extra guten Damage. Ja? Okay. Also muss ich aber Lian kriegst du dann Movement Speed oder so? Ja, also Tank Damage ist schon eher. Kriegst du Movement Speed, wenn ich dich schilde? Ja. Meinte gestern irgendwer bei mir. Ja, 10%. Ja. Und du klaust Schilde, ne? Ja, genau. Also gegen Lulu ist eigentlich auch decent. Ich habe gestern, du kannst einfach der Krabbe das komplette Schild klauen. Hast du 800er Schild auf Level 1. Wie lange hält das? Ich glaube, 3 Sekunden oder 6. Oder perfekt, ist ja super gut. Nee, aber das resettet sich quasi. Also wenn ich bis also der letzte Autotech auf die Krabbe quasi, der ja, dann drei die 3 Sekunden bist du wieder auf der Lane, dann kannst du richtig rein. Naja, aber in so einem Riverfight vielleicht. So, die Negativität wird jetzt aber hier auch mal weggedonnert, ne? Okay. Ich möchte kurz erwähnen, die scalen hart, aber wir scalen auch sehr hart, ne? Ja, und wir outrangen halt hart, ne? Aber die haben dafür hart engaged. Ich erwähne nochmal, Glacial ist momentan buggy und mega broken. Okay. Ja. Es hält 18 Sekunden oder so gefühlt und ich kann bis zu 98% slowen damit. Also wenn ich einen Wirbel treffe im Late Game, dann können die sich alle nicht bewegen. Ich kann euch auch noch ein bisschen aber was zu dem Team erzählen. 98% ist ja nicht 100, ne? Also, eine PowerPoint vorbereitet. Okay. Also der AD Carry spielt wie ein Psychopath. Also der ist quasi
Der geht nur rein und Midlane hat tatsächlich sehr gute Mechanics. Also der auch spielt seine Champs. Also genauso wie unser Midlaner. Das ist kein Problem, den habe ich. Even. Mechanical Götter in Scrims klatschen ist ja seit zwei Jahren. Also Botlane flippt gerne bei denen. Flippt gerne. Ist kein Problem, ist ja bei uns auch so. Leider nicht. Nur das ist doch kein Flip. Beim Flip muss man sich mindestens einmal um sich selbst gehen. Ja, ich meine, du rollst dich auf den Rücken oder so. Also, I think it's. Okay, wir versuchen aber hier Full Tryhard, ne? Also Fokus und so, right? Ja. Ja. Also, für mich ist es auch nicht schlimm, wenn wir es nicht machen, aber. Doch. Ja, okay. Ja, wir sollten irgendwie schon gewinnen, finde ich so. Ja, ja, es ist einfach. Also, hätte ja sein können, dass ihr Platz seid oder so. Das können Sie ja nächstes Mal für uns antreten in der Tipp. Ja. Wenn ihr auf Dauer. Ich solo starte. Wo startest du denn? Red oder hier? Topside. Ja, weil ich also kann cool Chroma-Solo? Ich könnte hier auch. Ha? Ja, mega. Aber Kind, das ist ja. Nee. Das Problem ist ja, ich muss den Skin kaufen, ich bin ja Lipa, ne? Dummkopf, deshalb bin ich keiner. Perfekt. Well played. Einfach ausgetrickst, das System. Okay. Fokus. Ja, also das Sejuani wird. Ah, oder das Glimmel. Seid doch so eine lange Lane, ist jetzt auch nicht so gut, ne? Ja, gegen Corki gar nicht. Voll Suse. Wir werden Topside starten wahrscheinlich. Ja, Bots aber auch noch sehr lange Mist, aber die waren noch Base. Könnte Botside spielen. Ja, ich denke mal, war Fake Pull hier unten. Ich hab Start, also ich bin erstmal useless. Willst du da zurückswappen? Ja, ich will das zurückswappen. Das heißt, ich Slowpush hier. Nach zweiter oder nach dritten Wechsel? Boah, ich. Actually, hat Ornn mehr Push, als ich dachte. Ich denke dritte. Ja, dritte. Kling 2. Also die Wave crash ich. Incoming. Okay. Also wir gehen davon aus, Sejuani hat Topset gestartet, aber wir wissen es natürlich nicht 100% oder so. Ja, aber ich bin also wir sind hier nicht gegen Gewill. Ich muss hoch jetzt, ne? Ja. Actually hat er jetzt. Ne, ich glaube, ich muss noch die Wave machen. Mal wett. Wir unfreezen? Die wurden gerade in den River rein. Jo, die werden geworden. Ja, die haben hier gewardet. Ich kann gleich über einen anderen Weg zu euch kann sweepen, ich kann nicht sweepen. Nee, okay. Du bist hier immer noch im Busch. Und ich mit der Pflanze gespottet? Die Sejuani Vision Plant hat dann genommen. Hat dich gespottet? Nee, oder? Nee, ich wurde nicht gespottet. Ich check mal kurz Krabbe. Ich kann hier auch über die Wall, ich bin zuerst da theoretisch. Boah, nee, ist fein. I'm gone, ne? Ja. Willst du moven? Ich würde einfach resetten mit TP wahrscheinlich. Ja, ich würde auch resetten mit TP. Ja, die hat noch ein Camp offen. Also in der Wave können wir auch fighten eigentlich, glaube ich. Wahrscheinlich Crux noch ab. Oh, ich ruckel ein bisschen, aber ist glaube ich nichts, was ich verändern kann. Achso, aber mir Erdbeben in Bremen. Ah ja. Deine. So, die sollten jetzt resetten oder werden die Set auch Mitte schicken, ne? Aber Top ist actually ganz guter Wave State. Bot ist slow tatsächlich. Ja, Mitte war jetzt nicht so der beste Wave State. Also, wissen wir, wo Sejo ist? Wahrscheinlich Base und wieder Top Side. Okay, wir haben die nämlich am Arsch. Aber ist kein Safe Call. Ist unten. Bot. Na, mein Witz. Sejo Flash. Ich push top rein und dann ruhig Mitte. Kannst du Sejo's back canceln irgendwie, Kutscher? War nicht, wo sie ist, recalled. Ich glaub nicht. Ja. Ich schau für Enemy Grump. Oben ist harter Slow Push. Hä? Der steht aber nicht gut für die. Ja, gehen sie nicht mehr ausgepusht mit wem, ne?
Sejun no Flash. Sejun no Flash. Jo, no Flash, Sejun. Somewhat in danger. Das kommt zu dir. Der hat kein Flash, die Sejun. Oh. Du siehst ganz schön Rippe aus. Ja. Wer flasht? Ich flash auch. Sejun no Flash. Okay. Ich move auch nach oben. Gleich noch da, aber eine okay. Weile. Das ist auch gleich da, ne? Okay. Okay, ich geh Base, geh Mitte. Du kannst die Wave aber noch easy nehmen. Lauf mal zu Raptoren mit, Kutscher, bitte. Jojo. Du gehst hoch, Pius, ne? Ja, ich geh hoch. Scan im Wave auch. Kann sein, dass sie mich versuchen, auf der gesteckten Wave hier zu diven. Ich komm schon runter. Also, wenn die One für One trainen, wäre das sehr worth für die. Ich hab kein TP, ne? Also, hiernach jetzt nochmal Top zu gehen, wäre ziemlich schwer für mich. Oh, alles gut. Set ist 6. Guck mal hier. Die werden oben safe diven. Können wir Botlane was machen oder so? Die sind gerade sehr weit vorne. Mhm. Aber ich kann nämlich für Drake gehen. Ja, Zed ist hier, ne? Okay. Ah. Sejuani dann wahrscheinlich auch da. Oder die machen das nur zu zweit. Ist gepinkt. Draft geklärt. Ja, Sejuani hier Botside. Kannst du hier reinmoven, Mitte? Ja, klar. Wave ist jetzt gecrashed. Die beten, glaube ich. Ich glaube, Sejuani ist hier around. Ja, ja, Sejuani ist hier. Aber ja, wir sind auch hier. Wir gewinnen das Geist. Lulu fast tot. Ja, ich move rein. Ich habe auch Schild. Seht schon keine Q gerade? Lulu no Flash. Vayne hat auch kein Flash, oder? Ich glaube nicht. Ich hab die. Wann Q? Hab ich. Q und 2. Ich hab Ulda ab, wenn ich rankomme. Das kommt jetzt runter aus. Ne, ich komm nicht ran, ich komm nicht raus. Ich hab noch Wall, ich hab noch Wall. Zed moved, guys, ne? Zed moved. Ah, okay. Nee, ich hab Ult für Zed, wenn. Wir wollen raus hier, ne? Jo. Wave können wir so stehen lassen. Ja, actually ist Solar Mitte, ne? Ich sollte wahrscheinlich Wave nehmen. Haben wir den Zed passen gesehen? Nee, ne? Nee. Nee. Okay, was war da ein Flash? Ist das Lulu Flash? Ich glaube, die Vayne hat mich doch geflasht, oder hat die nur geäht? Ich bin mir nicht sicher. Also nicht. Ich gehe auf Space Topside wieder. Ich path mich runter. Sejuani wahrscheinlich auf Space Topside. Und Bot macht war noch das nicht Gleiche. Base, ne? Der Bot war noch nicht Space. Zed ja. Muft wieder hoch, Kerr. Zed Muft hoch. Okay, ich mach dir Dings, ich mach Dings. Oh, die machen Drake. Sind wir können spielen. Vayne ist low. Ich bin super low, super wenig Mana. Aber ich move. Okay, ich geh hier für Herald dann. Ich gehe hier für Herald. Kannst du Mitte push holen? Der Zed wird hier wahrscheinlich reinmoven danach. Ich kann moven zu dir. Ja. Ich denke, die können Botlane freezen. Ich kann das leider nicht ändern. Ich glaube, Vayne ist Base. Können wir Mitte einmal auspushen zusammen, damit er mich nicht hier rein kann? Ja. Winter Wind guide me. Ja, nice. Ich hab Herald. Sejuani wird auf Space Topside gehen. Ja, ist irgendwie okay, ne? Ja, die Vayne ist cool. Ja, also. Aber wir sind mit dem State, also wir scalen besser so. Corky einfach, weil wir outrangen. Ja, Anni, wär's gut dabei. Ja, ich hab ein bisschen wenig Farm, aber sonst ist fein. Sejuani Topside. Die werden jetzt auf jeder Sechu Ult Mitte ganken wollen wahrscheinlich, ne? Das ist so ein Ding. Ja, Botlane bei Freeze gerade. Müssen wir gucken, dass wir das irgendwie gefixt bekommen. Acht mal drauf, wie lange das jetzt hält hier. Ist so buggy. Ja, das ist. Aber ist es bug? Obwohl, nee, jetzt ist wieder weggefixt. Das war letzten Tage schon gefixt worden zu sein. Set Miss. Ich kann da bitte keine Prior holen, solange wir die Siege schon nicht sehen, ne? Sonst bin ich glaube ich jedes Mal dead. Ah, Bottom Wave pusht uns, die haben den Freeze gebrochen. Wenn wir gegen immer hier einfach über die Wall rauskutschen. Wir sollten Set eigentlich sehen, oder? Wenn der wird dann niemals hier lang gehen, oder? Ja, wir haben ist nur Sejuani, die oben sein kann, aber jetzt auch schon unrealistisch. Aber ja, wir sehen Siege Bot Set. Lass die Bot diven wollen. Aber bist du 6? Ich bin on my way outside, so. Ich hab auch Heal up. Guck mal, der will hier basen. Ja. Also, die Drills hier irgendwo, die haben Bot-Pressure, ne? Okay. Ja, ich bin nicht bei dir. Ja, ich wollte den nur abfucken. Die haben hier Vision Plant genommen? Ne, ist risky, ne? Bot ist miss. Die sind alle drin. Ja. Wir können jetzt hinterher moven, theoretisch. Wir könnten eine Siege Ult kommen. Okay.
Könnt ihr auch auf mich gehen? Die Melees okay. Für Level 6. Sejuani schaut für Mitte. Jo. Ich kann dir den Blue Buff hier geben nach der Wave. Sejuani passt gerade wieder Topside. Ist die hier? Nee, ne? Nee. Okay, what the fuck, was ist HG Damage? Ja, ja. Hab ich. Ja. Danke dir. Ja, Mitte kann mich relativ sicher all-in. Ich denke, ich nehme noch die Wave und dann muss ich wahrscheinlich blazen. Ich cover dich mal hier kurz. Wenn der unultet, bin ich da und flash rüber. Mhm. Ah, ich glaube, so viel Eier hat er dann doch nicht. Aber ich sollte trotzdem in der Theorie können wir das baiten, ne? Ja, ich habe auch überlegt. Meinst du das Wurf? Das ist Sejubot. Der Wirbel hat sie gespottet, ne? Mhm. Oh mein Gott. Seht ihr hier irgendwas? Seht ihr hier? Go. Die haben ihm nur das Plating gegeben. Jo. Das ist so frech. LOL. Ja, der hat ein bisschen Damage, ne? Okay. Well played, Mid of West. Well played. Wie lange er da gewartet hat, ey. Wir können für einen Herald Toplane gucken gerade. Mhm. Wir haben nicht so viel Zeit. Kannst du das hier unterbrechen? Okay. Nee, schon recalled, sorry. Alles gut. Dann glaube ich, ist es gar nicht so cool hier. Aber so Plating holen. Ich habe Mobi Boots jetzt, ich werde jetzt ein bisschen über die Map cruisen. Mach das. Midlane keine Sums. Und hat auch keine Ult. Botlane reset und Late auf jeden Fall. Ja, hier Drake, eine Minute. Ja, Botlane reset gar Package nicht. Dafür, ja, ne? Sehr greedy, was die machen hier. Lulu hat keinen Flash, also wenn wir die einfach rausfokussen, wäre glaube ich wichtig. Ja, ich werde schauen, dass ich eine Ultl auf dem Zed lande. Wieder, ich muss hier Mitte, Jenna, kannst du Mitte? Guck mal hier. Ja, ich komme. Ja. Schon ich muss eine Wave oben pushen und dann eine Wave für Package. Ich bin gleich auch Mitte rein. Weiß. Willst du nehmen oder was? Nee, ich hab keine Ult. Auch noch Mitte. Ja. Butlane könnte auch moven. Aber der Charge ist so wichtig. Ja, die werden auf Space kommen, ne? Vayne hat Kraken wahrscheinlich. Lulu kein Flash. Die Vayne ist sehr strong. Ne, Ornn ist wieder top. Ich hab einen 10 Ult ab, ne? Nee, ich kann für Mitte gehen einfach. Ja, der kann Flash, ne? Ja. Nicht zu lieb. So, die Vayne pusht hier noch raus. Ist doch auch hier, Digga, oder? Ja, ihr könnt gehen da hinten gerade. Aber dann kommen wir nicht mehr zum Drake, dann sind wir split. Johnny wird hier covern wahrscheinlich. Ja, also wir haben Package, ne? Wir sollten jetzt auf Johnny war noch Mitte gerade eben. Ich werde, wenn ich rankomme, werde ich den einfach immer unflashen, so. Ich habe noch keine Ult, ne? Guck mal hier. Ja. Okay. Dein Schatten mehr nicht ran. Guck mal, wenn ihr mich Johnny wird wahrscheinlich einfach. Ja, die flippen. Okay, nice. Mitte hat kein Shadow gerade, ne? Ja. Die gucken hier noch. Warum auch immer. Ich farm gerade, Ich werde Mitte all in. Okay. Ich bin on my way. Alter. Tötet der dich schnell genug? Ja. Siju ist wahrscheinlich wieder hier. War auch mit dir gelaufen noch, mit dem Package. Okay. Reicht zwar nicht mehr, ich kann halt nur schnell rotieren. Ja. Mhm. Ah, der hat hier Vision. Nein. Tschüss. Okay, ist der Johnny Bot sein? Ja, keine Ahnung. Wir wahrscheinlich für Tower spielen. Ja. Ja! Die werden uns hier ziemlich sicher diven. Jo. Ah, Set hat auch Move. Der ist halt jetzt zwei Level über mir. Der hat auch meinen Shutdown bekommen. Sei das, der hier ganz hinten langiert. Nein, ich glaube, eigentlich müsste er resetten. Fischl scheint nicht immer so im Jungle zu sein. Ja, also was haben die Botlane Ults ab alles, oder? Johnny keine Ult. Das müsste ab sein, ja. Ich will dir nur Tom deffen. Ja, ja. Ja, wenn ich hier stain, werde ich die unflashen jetzt. Okay. Sejuani wird nicht da sein.
Go, go, go. Set geht hoch. Nice. Nice. Set ist ja, hier. Care auf Top Play. Wir sollten auf der nächsten Wave direkt nochmal Bot Lane diven. Ist auch hier. Da. Ja, ich move ja, auch. Die werden Top Set gerade sein. Einfach Wave reinpushen und diven. Weil ich glaube, ich move auch. Ich kann anyway nicht. Hm. Ich glaube, der kann mich Mitte halt einfach diven. Bisschen schwierig. Die könnte jetzt aber around sein, oder? Die ist wahrscheinlich am Herald. Ja, die wird auf Herald drauf sein. Okay, dann kommen wir hier aber ganz in Tower. Das ist huge. Ja. Lulu ist jetzt wieder da. Oh ja, look Lulu. Ja. Oh. Können wir das spielen? Ja, lass das spielen, lass das spielen. Ich hab keine Ulda. Du musst irgendwie mithelfen. Na, ist das so? Okay, ist fein. Die gehen Mitte durch. Ich hab eh einen 2. Ja. Gehen wir den nach Ende? Ah, wir kommen einfach nicht ran. Was? Nee, ich komm nicht ran. Also, wenn der Herald chart, will ich auf jeden Fall gehen. Die werden nächste Wave noch pushen, ne? Wenn die gucken, ich bin auch wieder da. Okay. Ich hab noch Ult, wir können das spielen. Okay. Nice one. Job. Ich hab die auch noch. Kommst du da ran, Sola? Sehr gut. Nice. Denkt er, dass Set und Seju schon wieder auf der Map waren, ne? Also. Okay. Sehr gut. So, ich gehe aus bei Spotside. Set ist top. Break in einer Minute. Set kein Flash mehr. Keine Knight. Ja, wir werden für Topside. Wir haben für den Drake wieder Package, ne? Ja. Wenn ich. Na gut, ohne Flash komme ich nicht an den Zed ran, aber. Ich meine, er hat jetzt wieder kein Flash mehr. Oh, die Anivia, hier Botside? Ich bin Anivia, aber. Prinzipiell bin ich bei dir. Nice. Sehr gut. Hat Zed wieder Ult? Ja, wahrscheinlich. Ne? Nee, der hat keine Ulti. Hat Ult geused. Wenn ich hier gleich absteppen, kann ich dafür gucken. Lulu? Nee, schade. Oh, nice try. Ich nehme jetzt Reset für Leandris. Ja, das Problem ist, der Zed kann halt Sola. Nee, kann der nicht. Also, wenn ihr bei mir seid, kann er nicht die Backline ulten. Mhm. Nee, bitte Tower. Wir brauchen einen Moment, wo ich. Ja. Ja, nice. Hier? Können wir rauf? Ich glaube, ist treu hier. Oh. Ja, ich komm. Geist. So, ja, Sola ist tot. Okay. Geht nicht. Oh. Geh mit weg. Ja. Du buff noch neben Johnny. Hat der Set geultet? Nee. Ja, brauch nicht ulten, um mich zu anschauen. Jojo. Ich schau, dass ich top gehe. Wir müssen hier halt Zed immer kommt. Zusammen moven. Wenn ich hier Mitte pushe und wir hier niemanden haben, dann kann ich halt nicht Botlane moven. Ja. Also, ich darf da gar nicht in den River rein. Ich probiere in den Busch zu kommen. Wird ganz knapp vom Timing her. Sag mal weg. Ah, ich glaube, der hat mich gesehen. Ja, ich werde nicht abgedreht. Close, ey. Okay. Dann die Vayne hat alles ab, ne? Ja. Bald mal Anamo. Nice. Wann ist hier? No, Sejuani topside. Da kann gar mit dem Jobs sitzen. Level 14 der Set, ne? Jo. Und der ist Astrofett. Ja, lass schauen, lass für Picks mit Flash Ult von mir gucken. Aber am besten wäre schon, das auf den Set zu kriegen. Also ich werde mich ein bisschen daran orientieren, wo der Set ist. Da probiere ich hinzukommen und Flash Ulte den. Ja. Ich gucke hier für Botcrap gerade. Ich bin mit reingepusht.
Oh, das ist sehr, sehr danger hier. Die Topside? Die haben auch schnell, ne? Ich muss nur aufpassen, ne? Ja. Jo. Oh, stimmt, die haben actually. Ja. Set top. Dann können wir eigentlich absteppen. Lass mal absteppen, wir haben Scanner gesagt, unter uns. Ja, ja, ja. Können halt jetzt jeder Step anfangen, ne? Die können, haben wir Vision irgendwie hier drauf? Okay. Wollen wir noch eine Wave? Ich glaube, guck mal hier. Ich glaube, hier für ein Flank jetzt von. Ich kann die Vayne vielleicht bohren. Gehen hier, zusammen mit Skarner. Lulu? Kannst du kommen? Wenn hier eine City Jolt kommt, haben wir kein Problem. Ich habe Item in Base. Na gut, dann gehe ich mal hoch. Ja, hier wird irgendwo noch eine Sage sein. Ich komme aus Space Top direkt. Ja, ich glaube, der Top Tom ist einfach gone, ne? Ich muss außen rum. Ich mache Running Man. Boah, dann renne ich mal rein. Wenn der auf dich rauf geht, dann bin ich da. Sage wird hier irgendwo covern, ne? Aber lass das ruhig spielen. Okay, da komme ich nicht ran. Okay. Ich habe keinen Blutfinger mehr, die können jetzt am Nest sein, ne? Okay, wen ist hier? Ich meine, ich kann auch Mitte auf die Vayne flashen, aber... Ich werde hier Olymp. Oh, top, 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 top. Wir sind hier Top-Lane am Fighten, guys. Ja, ich komm hier mit Ult, ich komm hier mit Ult. Flash, ich hab Ult für Zed, ich hab Ult für Zed. Okay. Nice. Wunderschön. Aber auch Schatten, ne? Ja. Solo kill Botlane, sehr nice. Good job. Oh. Good job, guys. Great, great, great. Ich gehe jetzt auch für Mikaels, ne? Wenn die keine Engage haben bei uns, dann... Oh, Vayne bei mir, Vayne bei mir, Vayne bei mir. Ich move. Können wir das fighten? Ja, ich halte sie hier, ich halte sie hier. Fein. Nice. Kein Flash auf ihr. Nice. Nice one. Nice. Wunderschön. Good job, guys. Ah, ich bin falschen Weg gelaufen. Die stirbt schneller. Sehr gut. Set ist noch auf der Map, so, oder? Ne? Okay. Wir haben eine Minute Drake. Ich habe jetzt keinen Flash mehr, aber wir sollten schauen, dass wir mit Corki Package das contesten. Haben wir Corki Package? Ja. Wir haben Corki Package. Oh, Set da. Er läuft bis hier durch, wirklich. Wow. Ja, wir haben das hier eben gesehen, ne? Der Zed ultet super spät, wenn überhaupt, erst rein, weil ich die ganze Zeit Skarner ult halte für den. Ja, ja. Es gibt jetzt ja auch den einzigen Vorteil. Ich kann halt die Seju, komme ich halt easy durch, ne? Die ist halt gar nicht tanky gegen mich. Ja. Hier ist auch ein Beast mittlerweile. Ja, ich brauche nur ein Item. Seju vielleicht auf unserem Gromp gerade. Aber Seju war hier, okay. Okay, ja, wir brauchen Corki-Package und dann müssen wir zusammen über Mitte laufen, denke ich, ne? Die werden engagen. Ich hol's jetzt. Oh, ich hab hier einen Catch. Da kommt noch ein Wirbel, Wunderschön. Wunderschön, wunderschön. Hier die Midwave, guys, hier die Midwave jetzt. Das könnte Drake sein für uns. Das ist auch, Ult-Ludo ist auch down. Ja. Ja, und Flash. Ich habe auch Stopwatch, also ich kann... Der Wirbel geht hier hin. Vayne hat QSS jetzt, Vayne hat QSS. Mhm, ja. Good call. Wir müssen hier reinsteppen jetzt, ne? Jo. Ich sweep. Ich ward hier. Zed ist oberhalb. Ich hab. Oh, nevermind. Vayne ist Mitte, wir müssen, wir müssen hier auf den Flank, guys. Wir müssen hier auf den Flank. Wir müssen hier auf den Flank. Vayne ist ganz weit weg. Vayne ist ganz weit weg. Was mit Ohren? Wir müssen. Ja, ich glaub, Citrus hier. Citrus. Wir haben immer noch Package, auch. Die sind super split hier, ja. Ich hab die da hinten gesnurrt. Die können nicht followen, Vayne und Lulu. Ja, ja, ja. Bin einfach on. Vayne ist. Vayne kommt rein. Nice, 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 nice. Hier? Ich hab keine Ult mehr, ich hab keine Ult mehr. Zed ist noch da und hat alles ab. Halt so geil gespielt, das ist unglaublich. Zed hat alles ab noch, okay. Und hier sind super viele Wards. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja. Der hat keine Ult, der hat keine Ult. Ja, gleich jetzt. Nice, nice, good job, guys. Nice. Alter, der Glacial Slow, der war so krank. Aber lass uns trotzdem den Fight zu Ende spielen. Also, statt nice. Wie geil ich bin, hätten wir vielleicht über Zed gehen sollen. Ja, er hat es ja selber gesagt. Lass mir mit die Wave unten. Dann habe ich echt. Ja, also. Dankeschön. Whatever. Ja, lass einfach so weiterspielen, ist sehr gut. Also, Teamfights ist, finde ich, sehr, sehr, sehr hart zu spielen, wenn er kein QSS hat und der geht noch nicht für QSS. Jo. Noch 1000 Respekt hier. Mm,
Ja, ich denke, wir können jetzt langsam. Wann haben wir AI auf Cocky? Jetzt. Ja, dann lass jetzt Mitte langsam anfangen, unseren Dick den reinzuhalten. Ich brauche auch nur noch 600 für Michael, dann haben wir schon mal keinen 10. Wir müssen aber trotzdem aufpassen, dass wir die Vayne halt nicht free-hitten lassen. Ne? Also wir dürfen. Ich beschäftige die mit. Also ja, so wie wir die, spielen, ist perfekt. Ja. Ja. Ich kann die auch einfach wallen da, aber ich muss da jetzt nicht wegen dem. Ja, ich proc ihn schon oft, aber. Ja, nimm du. Ich brauche ja noch 500 auf Tier. Ich spiele jetzt. List, hast du auch random Chests von Zed auch hier? Oh, guck mal hier. Kommt da wer ran? Lulu, kein Flash, ne? Kein Flash, Lulu. Okay, ja, geh ich mal Top-Wave vor, ne? Zed noch keine QSS. Ja, pass auf, die Zed, ne? Ich glaube, du kannst gerade Top-Wave. Ich kann hier reinlaufen, Geist. Look. Wunderschön. Let's go, Nash. Ja, wir können Nash. Ich kann die auch wollen, ne? Die werden in uns reinlaufen und wir müssen hier Fight spielen, Geist. Ja, die werden uns reinlaufen und spielen Fight. Wenn der Wirbel hittet, können wir instant turn. Die können nicht moven dann. Ich hab hier die Vayne. Okay, QSS raus. Da kommt ein Wirbel jetzt hier hin. Die sind super slow. Sejuani ist hier drin, oder nicht? Ja. Willst du die Sejuani wegulten, wenn... Ja, ich ult sie weg. Mach weiter. Nice. Wir haben Nash, alles gut. Oben das raus, oder? Das ist immer noch 4 gegen 5, oder? Oh. Ja. Nee, lass hier durch. Lass hier rein. Wir können durch die Mitte, ja. Wir können auch gucken, wenn der Fight. Ich guck gleich für Wall. Oh, ich hab keinen Wall mehr ab. Ich bin ein Inter. Aber sah geil aus, oder? Ja, sah gut aus. Absolut gut. Was resetten? Okay. Ja. Ist jetzt live, okay? Ja, passt auf, Leute. 3 Minuten auf Drake. Wir haben viel Zeit jetzt mit Nash. Hey. Ich hab jetzt Michael jetzt, Leute. Also wenn ihr CJ ult tanken wollt, wir müssen 5-Man durchgehen, ne? Wir können nicht splitten mit Nash hier. Ich glaube, wir müssen auch einfach, wenn wir jetzt... Also Champ-Tank Jungle müssen wir, glaube ich, einfach ignorieren, oder? Also die Gefahr, dass da irgendjemand trappt, ist so hoch für uns. Das ist, glaube ich, der einzige, wie wir die gerade gewinnen, wenn Zed irgendwo trappt. Wir müssen wir können einfach 5-Man auf die Midlane gehen und ich wallwählen. So. Ja, die haben 0 Wave-Clicking, Werbe. 0. Ja, ist true. Eine Wave pushen. Ja, Set ist top. Du kannst die Wave pushen. Wir können trotzdem Mitte reinsteppen. Lulu geht gerade runter. Okay, lass Mitte einfach. Einfach Mitte runter. Einfach Mitte. Wave früh annehmen. Corki ist gerade noch nicht da, Guys. Und TP wird zu spät sein, ne? Kannst du das hier clearen? Ich will eigentlich kein Mana ausgeben. Ja. Also, wenn der Zed weitermacht, dann kann einer den halten gehen. Aber sonst müssen wir. Ich glaube, wir können durchgehen. Wir haben kein Wave, wir können hier durchgehen. Die geben uns Inip for free. Ja. Okay, never mind. Wirbel geht da hin, falls das eventuell immer top. Was endet und dann können wir auf Aizen einfach. Look. Ich hab hier eine Sechu. Ich halte sie hier. Kann wer den Turret bitte weiterhalten? Ja. Nice. Wollen wir durchgehen? Der setzt immer noch nicht. Ich hab den Ordner. Okay, never mind. Okay, lass du weitermachen. Kann einer basen lieber sicherheitshalber? Ja, ich kann basen. Naja, lass weitermachen. Wir haben keine Wave, ja. Dann wird der Zed jetzt aber Base kommen. Ja. Hast du TP schon? Nee, da müssen wir raus. Wir können nicht weiter. Wir sind immer noch 4 gegen 4 dann. Schon kann keine bekommen. Ja, aber der Zed ist schon. Wirbel geht hier hin. Einfach raus, Geist, einfach raus. Wir wollen hier nicht fighten. Oder haben wir den Recoin sehen? Nee, wir haben den nicht Recoin sehen. Zed ist da. Okay. Und das gleiche machen wir jetzt Bot. Eine Minute 16 auf Drake. Reset Bot. Okay, eine Minute auf Drake. Wir pushen hier die erste Midwave raus, moven dann Bot. Ja, cool, wir müssen wieder 5-Man Pius, ne? Ja, ich werde eine Wave nur pushen. Dann hol ich Package für Drake. Okay. Dann respected das gerade hier auf der Map, okay. Wir haben auch in der Pop, ne? Also müssen wir haben nicht so viel Zeit. Ja. Ja, wir müssen hier gerade aufpassen, Guys, ne? Nicht fighten. Die haben Sechu engaged, okay. Ruft zu euch. Hier war noch eine Ward. Set Bot. Ich habe keinen Sweeper. Hammer. Warte, ja. Kriegen wir eine Pink and Spit? Jo. Nice. Hier ist noch eine Ward. Hier ist noch eine Ward, Kutscher. Ja, okay. Habt ihr? Ja. Ist noch Bot zusammen auspushen, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee, Bot ist egal. Okay. Wenn sieht so aus, als ob die geben. Ja. Immer noch kein QSS auf Set, ne? Ja. Dann gehe ich Botline, dann habe ich Lockfrage. Ja, wir gehen. Actually, wir können einfach alle Bot, ne? Ja, aber ich glaube, es ist wir müssen schon Top die finden, ne? Ja. Ja, Top ist Fahr. Orden war Bot gerade, okay? Das auch?
Ich würde gerne Cocky Maron hier. Oh, actually, seht schon vielleicht Topside, ich move. Ja, wir haben ja QSS, wir sollten Dingens werden. Ja, lass das hier fighten, oder? Ich move auch. Ich glaube, die trollen. Hier ist Seju. Seju hier, Seju neben dir links. Ja, ich habe auch. Ich habe noch vielleicht. Da kommt ein Wirbel. Hier ist ein mega slow. Was? Wir können nicht in die Vane reinkriegen, glaube ich, ne? Schau doch, die ist die nimmt die hier. Okay. Wirbelt? Nice. Ich kann da nicht rein, ich weiß aber, meine Ulti an ist. Boah, die brechert schon böse durch die Vane, ne? Ist auch besser. Aber, also wirklich, in dem Fight. Oh, die hat mich zwei Auto-Texas getötet. Ja, ja. Die Cute hat einmal Invest rein und hat sie halt ein Window, um was zu ja, machen. Ja, exakt. Aber ich, also, wir wollten sie ja gerade killen. Normalerweise kann ich ja halt doch einfach defensiv wollen. Jetzt habt ihr halt nicht rein. Einfach nur greedy. Kannst du mich vielleicht nehmen, wenn du brauchst? Top auspushen, Guys, und dann müssen wir Mitte und Topside Vision setzen. Ja. Ich glaube immer noch, der Play könnte sein, ich laufe einfach auf die Corky Lane und wir killen einfach den Set so. Ich glaube, wenn mir Pius jetzt einen Stopwatch, dann überlebe ich das auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, wenn Pius den Opening gibt, wird er es auf jeden Fall nehmen. Der ist richtig greedy, der Boy. Ja, wir können nur, also ich glaube nicht, dass das Play ist, weil die können ja schon und wir pushen, können nicht upsteppen. So. Ich würde das ungern alleine pushen. Na gut, dann komme ich zu euch. Also ich denke, wenn wir einfach 5-Man, können wir das nicht verlieren. Hier? Okay. Ja, ich bin da. Der hat QSS jetzt, Kehr. Ich hab Stopwatch. Ja. Er ist rausgeshadowt. Wer ist Seju hier bei mir? Ich hab in 20 erst wieder Mikaels. Ja. Seju oben. Hier ist auch noch Norn. Ja, Kehr. Ich will den Pink hier eigentlich nicht droppen. Oh. Das auf mir. Seju raus. Ja, ich move zu Cocky. Der hat keine Worlds. Okay, wunderschön. Lass Mitte jetzt hier pressuren. Mitte pressuren, ja. Nimm, was du kriegst, Phil, ne? Oh, ja. Ich krieg nix. Ich hab hier die Vayne. Hier kommt der Wirbel. Oh, Zed und der Rest kommt von der Seite. Ich hab insane Damage hier. Ist gut so. Einfach weiter. Mega Spot für uns. Können wir Mitte finishen? Ich geh top. Ich hab TP. Ja, okay, nevermind, du bist. Nice, dann gehen wir Nash. Dann gehen wir Nash, oder? So, würde auch sagen. Können wir auf wann spawnt der in der Mitte inne? Wann spawnt der hier? Der kommt doch. Den müssen wir nehmen. Oh. Mitte inne? Nee, lass einfach Nash. Lass einfach Nash hier. Lass Nash. Okay. Ich hab keine Stopwatch, ne? Oh, jetzt mach wir brauchen Corki hier instant. Wir brauchen Corki hier. Ich bin instant tot. What the fuck? Hab ich nicht gesehen. Corki TP, Corki TP. Ich weiß nicht, ob wir das spielen können. Nee. Lass das mal weitermachen. Nee, lass das ich mal. Ich hab Ulten 2. Nice. Ja, sorry, nice. Nice. Reset. Reset in the track. Wieder Pack hat es komplett ausgelöscht, Alter. Ja. Ich nicht gedacht, dass er schon da ist. Ist okay. Ich nehme ja Blue Buff. Okay. Also wir haben den Super Range, ne? Also ne. Ja. Nächster Fight wird auf jeden Fall ein bisschen schwerer ohne Flash, aber. Ja, die Vayne wird auch wirklich scary langsam. Brauchst du den? Mehr als du, oder? Ich hab's selber Level 16 nachwerfen. Ja, hier die mit Wave contesten. Ah, geht Corki wieder für Package? Ja, ne? Ja. Okay, dann noch nicht die mit Wave contesten. Erst auf Corki warten. Haben Engage hat, Window hier, ne? Okay. Warte kurz, ich nehm gleich erst. Dann haben wir längere Zeit. Nehmen wir 20, nehme ich den. Ja, dann passt hier noch auf, ne? Die können engagen gerade. Hm. Aber die werden das auf jeden Fall contesten, ist Chemtech Soul, guys. Also die Vayne. War schon echt nützlich in dem Fight dafür, dass wir eine Wall in der Fresse hatten. Okay. Lass hier reinsteppen. Wieder auf den Flank gehen, ne? Immer auf den Flank gehen. Vielleicht trifft er. Mitte Wave, Jungs? Ist Latte. Drake ist up. Ja, gut, Drake. Drake. Sitch on the base, Go. Hit. Nice. Ist für Z-Bot, maybe? Oder? Nice. Ja. Nee, für Z-Bot. Wir sollten die Midwave
Aber wir wollen Botlane spielen. Botlane pushen halt beide Waves, ne? Wir nehmen Mitte in den Mitte. Können wir hier ein Ward? Ich glaube, der Flank wird. Können wir hier deadly. Packagen? Ja, ich kann nicht drauf packagen. Ja. Schön. Ja. Dann. Können wir immer noch Botlane gehen? Wir haben immer noch ein Nash. Wollt ihr hier durchgehen? Ja, wir haben Package gone. Das ist außen, oder? Ah. Ja, wir können hier. Wenn wir 1-for-1 auf den Set traden, ist immer gut. Ja. Set Mitte gewesen. Die haben sehr gute Infos die ganze Zeit auf uns, ne? Müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt. Die Space hier? Die können Mitte durch, ne? Die können Mitte durch. Reset und dann können wir hier einen Fight nehmen. Ich habe auch Sonya's ab, ich kann hier reinsteppen. Achtung, Sora, für Step Damage. Ist Johnny kein Ulti? Nice. Ich glaube, wir. Lass hier schauen, ne? Lass hier ein bisschen. Lass hier nicht Mitte rein. Lass hier gehen, da können wir gleich auf Bot gehen. Wir müssen hier nur aus der Midlane raushalten. Dann haben wir Free Follow. Edge of Night is gone, ne? Bubble geht hier hin. Lass die hier wieder rauskalten, dann können wir Bot gehen. Glaub. Ja. Die sind Hardsplit gerade. Nice. Ich kann nicht auf die Vayne rein. Geh schon Bot, ja, Bot Lane. Go Bot, oder? Go Bot. Ja, genau das. Gobo Piker. Red is up. Sejo geht Mitte. Der will den Giga Flank nehmen. Vielleicht hier wird von hier kommen oder so. Der pusht einfach. Ich guck hier für ein. Schon mal Sejo pushen Ding. Sehen. Ich glaube, Sejo kommt von weiter? Try. Okay, das ist wieder. Wir können hier einfach sitten, ne? Wir können in dem Gesicht. Ich kann hier ein paar Wirbel suchen. Ja, Midlane Wave pusht, ne? Hier geht einer hin. Geh mal lieber auch kein Wave hier. 5 Sekunden nächste. Vayne ist gerade Mitte. Die werden für einen Gage gucken. Ich mach den erstmal nur ein bisschen Angst. Wirbel hier. Nee, okay, Care. Bubble kommt, die können nicht followen. Rudo hinten CC. Ich hab Ohren. Hit, was wir hitten können, nice. Bang keine QSS. Ist gut. Jetzt weiter Progress machen. Ich hab Chemtech. Der hat gerade kein Ulti. Nice, weiter raus. Ihr habt Mitte super. Nein. Yes. Okay. Ihr könnt hitten. Wir haben keinen Engage gerade und wir haben die höhere Range, also spielt mit eurer Range. Ich muss ganz weit hinten stehen. Superman ist down jetzt. Hier auf den Chat aufpassen. Wirbel kommt hier. Ihr habt wieder eine Minion Wave. Okay. Setter wieder ult. Ja. Wirbel auf Set. Okay. Ich hab ult in 3, 2. Ich hab noch links. Nice, hit. Nice, ist gut. Hat er keinen Flash mehr? Orn in 7, der wird TP haben. Care für Wards und Toys. Care. Nee, lass resetten, Gast. Hier. Oh, nice. Okay, never mind. Können wir nicht Mitte? Oder wollen wir top? Wir haben keine Wave. Triple Inhib und 50 Sekunden Snatch. Kann ich den haben? Ich hab keinen Mana mehr sonst. Ja, nimm du. Aber 30 Sekunden auf Seju? Wollen wir resetten und dann Nash machen? Oder ich glaube, wir können Exit Nash machen. Ohne Reset. Nee. Lass hier resetten, guys. Lass hier resetten. Reset. Reset into Nash spielen. Sehr gut. Dankeschön. Guckt, ob's nicht Wolf ist, was zu verkaufen für Pink, ne? Also ein Item nicht zu kaufen. Okay. Bots. Wir können hier Nash direkt starten. Ja. Ich habe diesmal auch Flash. Ich spiele das genauso wie eben, nur dass ich dann halt rausflashe danach. Mhm. Also ich wall einfach irgendwas und bremse halt die Frontline. Na, lass direkt starten. Ja, warte, ich bin nur noch hier. Sollten den. Vayne ist bot. Okay. Ist der Johnny top gerade? Wir gehen danach top und halten einfach Baron drauf. Okay, die Wave schon mal holen. Ja, ist gut. Nice one. So, und jetzt einfach Toplane. Die ist Elder in einer Minute, aber das ist richtig egal. Wir finishen mit dem Nash. Genau.
Bette Spots. Also, Elder ist fake hier. Achtet nicht auf Elder. Wir gehen da komplett durch. Ist Triple Inip, ne? Also der Inip Mitte spawnt wieder. Ja, ist nur noch ein Nexus Turret, oder? Reicht es nicht? Ja, wir können einfach, Nexus. Wir können einfach Nexus Turret. Also Nexus Turret. Ich werde die Wellen beschäftigen. Der bekommt hier, auf Horn vielleicht. Nee. Ich hab die Vayne hier. Ist fein. Vayne hinten. Ja, ist nicht winning, oder? Ich flash weg. Sieht nicht so aus, ne? Vayne flash. Lass mich sterben, lauf. Ja, we can't. Ich hab noch Holstacks, ich kann das hier ganz langsam spielen. Okay, gleich wieder Wirbel. Wirbel geht so hier hin. Nee. Ich hab die hier. Nice, da geht noch mehr. Noch vorn. Nice. Alter. Sola schreibt einfach. Set es up. Wir haben Chemtech, Guys. Wir hitten einfach Nexus, ne? Ja. Wir haben alle Chemtech. Ich kann nichts. Achso, ja, true, lol. Wir haben alle Chemtech, weil wir haben alle Chemtech. Ich glaube, das ist toll. Das ist wirklich toll. Aber ich meine, Kutscher hat auch nicht gehittet. Also ich glaube, Kutscher hätten wir das. 1600 gemacht, sorry. Also wenn es alle sofort hitten, passt, glaube ich. Aber das ist ein Meta. Elder, kriegen die den? Probably not, ne? Nee. Die haben nur Zed, ich kann dahinter pillen, ich kann nicht pillen. Mhm. Yeah, nice. Also das Ding ist, solche langen Teamfights kann ich immer turnen. Ich habe irgendwann 700 Movement Speed, die kommen nicht mehr an mich ran. Mhm. Solange ich lebe, ist noch kein Fight vorbei. Ja, ich werde einfach die Fights weiter versuchen, einfach die Vayne rauszuhalten, ne? Ich glaube, der Rest... Ja, wenn ihr ein QSS sieht... Das ist perfekt, ja. Wenn ihr... Oh. Nein. Überlebt das. Ich move aus Space direkt dahin. Wenn ihr ein QSS seht im Fight, callt das direkt, ne? Weil ja, dann kann ich auch wen ulten. Ihr könnt starten hier einfach. Ja, ihr könnt den starten und rausziehen. Resettet. Pink wurde ein Pit, wenn wir haben. Aber wir nicht. Ihr habt keinen Jungler, also passt drauf auf, dass hier keiner stealt. Die sind alle Base, ja. Sind alle Base, ja. Alle Base, alle Base. Seju moved it, Seju moved it, Seju moved it. Einfach rushen und dann gehen wir Mitte. Nice. Auf Sola warten? Ja. Wait for Sola, ist gut. Jetzt hittet der Poke nochmal anders mit Eldergeist, ne? Also... Wir können es ganz langsam spielen. Die müssen instant auf der ersten On-Ult wieder engagen, ne? Also einfach spreaden, slow. Und ich roll wieder die Vayne raus. Oh. Ja, lass Corki arbeiten. Wirbel geht hier in die Masse. Okay, langsam raus. Nice, On-Ult ist nichts. Vayne musst du raustumbeln. Nice, Vayne-Ult. Spielt langsam. Ich roll die Vayne einfach wieder. Die Section nice, low. Full Vayne. QSS raus. Nice. Good job, guys. Ja, ich hab dich. Ich bin nicht, aber ich hab Sonias. Ich will alle. Ich kann den nicht ulten. Lass die noch töten hier, noch abschlachten jetzt. Ich hab den hier drin, ich zieh den im Kreis. Let's fucking go, man. Mein Glacial Augment hat im letzten Fight um 106% geslowt. Oh, 106%? Wie kommt das zustande? Ja, durch die Shield-Boni. Das Geld mit Shield und Shield. Genau, Shield-Boni. Und dadurch, dass du 20% bei Jenna jetzt kriegst, dann Redemption, Moonstone gibt dir 35%. Total dumm. Junge. Button Game. Ja, GG, Jungs. War schön. GG. Ja, Short Break, ne? Short Break. Ja, Leute, das war ein weiterer Scrim. Ich habe irgendwie gut auf die Fresse bekommen. Also eigentlich stand ich gut da. Da meinte Phil Bate, bin ich gestorben. Dann ist das Matchup ein bisschen eskaliert, weil ich vorher keine Seekers geholt hatte. Das habe ich ein bisschen bereut. Aber danach war es eigentlich ganz cool. Und die Vayne und den Fight zu Sohn war, glaube ich, ganz nice zu sehen, was so der Job von der Anivia im Late Game sein kann. Weil ich hier einfach nur der Vayne auf den Sack gehe, ne? Also da kommt halt eine Wall und noch eine Wall und dann Q und dann muss ich halt immer irgendwas beantworten und dann kriegt sie halt einfach ihren Damage da nicht raus. Ich glaube, es hat sich schon gut gestresst. War trotzdem ein hartes Game. Kompliment an Sola, sah actually ziemlich sick aus und Pius natürlich auch. Der hat sich da oben schön hochgefarmt und hat dann die Bude da eingerissen. GGWP und ja, schreibt mir gerne, ob ihr mal wieder mehr Leaks sehen wollt. Haut da rein!